Und hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zurück zu Let's Play Edna bricht aus. Hey, yeah, da sind wir wieder. Ja, ich habe jetzt seit längerem nicht mehr aufgenommen und bin jetzt wieder frisch mit dabei bei der Edna. Und wir haben im letzten Jahr bei diesem Rätsel hier mit den Monitoren stehen geblieben, was ja das schwerste Rätsel im ganzen Spiel sein soll. Ja. Und ich habe keine Ahnung, wie wir das lösen wollen. Ich bin so schlecht. Okay. Also, wir können in vielen dieser Räume die Lichter ausschalten, aber nicht in allen. Ich habe mir das jetzt mal Stift und Zettel extra hergelegt vor der Aufnahme. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, in welchen Räumen können wir die Lichter nicht ausschalten. Ich zeichne mir das mal ganz kurz her. Das sind drei Bildschirme, zwei Bildschirme. Und da drüben ist 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Das eine sieht jetzt... Nee. Okay. Ja, nee, ich habe gerade gedacht, dass es irgendwie, dass die... Nee. Ich überlege gerade, ob vielleicht die, weil das hier so ein W darstellen könnte, aber ist ja auch Schwachsinn, weil dann müsste das ja mindestens ein E sein und das oder ein G und das würde keinen Sinn ergeben, nicht wirklich zumindest. Also den können wir nicht ausschalten. Moment. Also den ersten, Moment, ich zeig dir mal drauf, während ich das mache. Wir können den hier auf jeden Fall nicht ausschalten. Wir können den auch nicht ausschalten. Das da ist... Das kann ich gar nicht so richtig erkennen. Können wir ausschalten? Das da können wir auch nicht ausschalten. Das ist der hier, den kriegen wir auch nicht aus. Den Raum kriegen wir... Den kriegen wir an und aus. Was ist das denn hier für... Ah, ist die Bar, die kriegen wir auch an und aus. Was ist das hier? Hier der? Das raff ich nicht, was das denn so. Toilette kriegen wir an und aus. Was das sein soll, verstehe ich auch. Sehe ich auch wieder nicht. Könnte das sein? Keine Ahnung. Das kriegen wir an und aus. Ah ne, das kriegen wir an und aus. Das da aber nicht. Okay, warte mal. Dann der auch nicht. Das da kriegen wir auch nicht an und aus. Genau. An. Was ist das hier? Ich sehe das. Den erkenne ich gerade nicht, den hier. Das muss ich nicht verstehen. Hm. Was das ist, keine Ahnung. Keine Ahnung. So, okay. So, mal gucken. Nee, das... Also, jetzt... Ich habe das gerade hier aufgemalt und ich habe diese hier zusammengezeichnet und diese hier zusammengezeichnet, weil das halt so aussah hier. Und jetzt habe ich hier bei mir wirklich auf dem Zettel, das steht, sieht wie so ein WG aus. Aber... Ich kann es mal probieren. Ich schalte den da oben mal aus. Das ist der Umkleid... Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil das wäre... Ja, vielleicht sieht in dem... Aber ich sehe auch in dem Ding auch keine Buchstaben. Ein beschissenes Rätsel. Da kommt noch so ein Scheiß. La, 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 la. Da muss ich mich ja jetzt erwischen lassen, gell? Ja, da muss ich mich erwischen lassen. Oh oh. Hey, ja, dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen. Bin schon nicht. Kommt der Herr mit der Freundin. Was gibt's? Ja, genau. Ja. Hallo? So, und hier bleibt. Ja. Genau. Jetzt müssen wir... Du hast nichts vermasselt, Edna. Keine Angst, das ist alles geplant gewesen. So, dann geben wir uns mal jetzt hier hoch.
Und begeben uns in den ersten Raum. Aber wer erfindet denn auch so ein Rätsel? Da kommt der nächste Ausgang. Ich meine, was soll man? Gibt es hier irgendwie einen Tipp oder wie man das lösen kann oder so? Weil ich habe da echt nichts gesehen oder so. Ansehen. Wozu der wohl gut ist? Ich wollte ihn ja benutzen, aber Ansehen ist auch nicht schlecht. So. Jetzt gehen wir hier lang. Und los geht's. Und begeben uns wieder zurück zu Herrn Blaser. Das ist aber auch ein sehr umständliches Rätsel, wenn man das, ich weiß nicht, da wenn kommt du alles der nächste ausprobieren Ausgang. Willst, dass er 30 Mal falsch machst und 30 Mal hin und her rennen musst und jedes Mal... Hallo? Edna? Runter? Ja. Und jedes Mal rennst du wieder zurück und dahin und hierhin und jedes Mal musst du dich wieder von dem Wächter gefangen nehmen lassen. Das ist schon ein bisschen nervig, muss man ja sagen, ne? Also... Dum, 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 dum. Da, 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 da. Wo ging's jetzt zum Blasen? Hier. Wie kam ich eigentlich auf die Idee, dass ich das ein Rätsel ist? Also es ist eins, das weiß ich ja. Aber wie kam ich drauf? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich drauf kam, dass das mal ein Rätsel war. Jetzt hast du hier so wirklich so ein W. Hier. Da. W. Aber... Es könnte auch ein FIG sein. Oder ein... Ich weiß nicht, ob die... Weil ich erkenne, also hier, ich kann man gar keinen Buchstaben drin erkennen in dem Bild. Da ist ja nichts. Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Zurück zum... Was guckst du da? Ach, dadurch habe ich den Bekloppten zu. Eigentlich sehe ich ja lieber... Aber irgendwie ist schon wieder was mit der Antenne. Schande auf diese unzuverlässigen Antennen. Ah, so schlimm ist das auch wieder nicht. Die Hirnis sind ganz unterhaltsam. Nur, dass man langsam selbst bekloppt wird. Wenn man zu lange auf diese Monitore starrt, beginnt man Buchstaben darin zu sehen. Ach, na klar! Natürlich! WC! Und warum? Das war doch der Grund, warum wir drauf gekommen sind. Der Typ muss doch auf Toilette, das ist doch Blase. Der muss doch auf Toilette. Ja, natürlich. Ich lass dich dann mal ja, wieder allein. Oh. Dann tu das bitte auch. Das ist doch vollkommen logisch. Wir haben die Sprüche, wir haben die Geräuschimitation und trotzdem... hat Edna mehrmals betont, dass ihr noch ein Schritt fehlt, um den Blase dazu bewegen, auf Toilette zu gehen. Und was würde sich praktischer eignen, auf Toilette zu gehen, als das Wort WC? Und ich suche da, ich weiß noch, die letzte Folge, wie ich bekloppt in den Bildschirm rumgesucht habe und nichts gefunden habe. Oh, das gibt's ja nicht. Muss ich Professor Nox Raum ausmachen. Oh oh. Da, ja genau, ich hab's auch noch nicht. Ich habe einen. Du oben. Ich. Bam 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 bam. So. Hallo, geh zu. Edna, geh zur Tür, jetzt haben wir's. Nee, Quatsch, Edna, geh da zur Tür. Aber das hätte ich mir das jetzt nicht aufgezeichnet auf das Papier. Also ich wäre nie auf die Sache mit dem W gekommen. Wer denkt sich denn sowas aus? Ich meine, jetzt wo man es weiß, klingt es ganz logisch, aber wer soll denn darauf kommen? Ich würde ja gerne ein Foto machen davon, wie ich mir das hier aufgezeichnet habe und das dann einblenden, aber das ist mir jetzt zu kompliziert. Gleichzeitig ganz in der Nähe. Ach so, ja, alles klar. Licht an, Licht aus. Aber was zum Kuckuck? Diese Monitore. Das ergibt ein Muster. Es ist eine Botschaft. Alles klar.
Alles klar. Ja, wunderschön. Jetzt ist Licht auf einmal wieder an, okay. Wir begeben uns dann mal in Richtung Blase. Wieso braucht dieses Schloss da nicht öffnen können? Oder vielleicht können wir es schon und ich habe es nur noch nicht gerafft, wie man das machen kann. Was haben wir denn im Inventar? Nee, nichts. Nichts haben wir im Inventar, was irgendwie schlüsselmäßig wäre. So, an dem Blondie vorbei. Ohne Mist, ich wäre nie drauf gekommen. Da habe ich ja Glück gehabt. Gut, jetzt weiß ich auch. Da kommt der nächste Ausgang. Jetzt kann ich aber auch verstehen, warum es das schwerste Rätsel im Spiel ist, also. Da sollte man vielleicht doch schon ein wenig Tipps geben für solche Rätsel, weil das ist wirklich. Okay, ich lasse es. Rätsel war schwer, so fertig. Da kommt der nächste Ausgang. Diese einfache Art Licht zu symbolisieren. Oh, Entschuldigung. Ich finde diese einfache Art Licht zu symbolisieren, wie Pogi das in diesem lila Bildschirm gemacht hat, ziemlich geil. Einfach nur Kreise und jeder Kreis ist ein Stück heller als der andere. Und ein bisschen dunkler von der Farbe. Oder ein bisschen dunkler von der Farbe. Ist eigentlich ziemlich geil. So. Dann hier hoch, dann da rein. Und das machen wir jetzt. Kontrollpult. Das sieht kompliziert aus. Da hast du recht. Nehmen. Das ist groß und schwer und mit 1000 Kabeln verdrahtet. Ich lasse es lieber hier, wenn's recht ist. Eigentlich nicht. Okay, rede. Warp 5. Energie. Benutze. Hübsch bunt. Benutze. Benutze Fernseher. Ja, okay, gut. Ansehen. Der. Oh, das habe ich nicht gehört. Moment. Der Fernseher ist aus. Alles klar. Benutze Monitor. Irgendwie hypnotisch. Ansehen. Monitorband. Wenn man lange genug auf die Monitore starrt, beginnt man Buchstaben darin zu sehen. Okay, er ist also auf Toilette gegangen. Wir können jetzt noch nichts mehr machen. Ich dachte, wir können jetzt irgendwie, dass er den Schlüssel hier fallen lassen hat. Jetzt ist die Frage, auf welches WC ist er gegangen? So, Moment. Es gibt ja zwei. Ich weiß, eins ist im Gang und wo ist das andere gewesen? Alles andere war bei Petra, alles klar. Hätte man vielleicht so, hätte man gar nicht zurückgemusst. Oh oh. Hey, ich bin schon weg. Ich bin schon. Da. Und ich bringe das der Typ. Warum haben die eigentlich alle keinen Mund? So, und das habe ich wohl vermasselt. Gut, sie haben im Mund, aber. So, Toilette ist einmal hier. Guck mal, wo da ist, hoffentlich. Nee, das ist die Liebestoilette. The Toilet of Love. Noch für Petra und Petra bestimmt. Wundervoll, wundervoll.